بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحياة الموفقة قلنا هي ترتبط في المجموعة الثلاث المجموعات الثلاث أسرة أقارب ومجتمع. فإذا كان هنالك خلل في واحدة من هذه الثلاثة فلا يمكن أن تكون الحياة حياة موفقة. وهذا ترجمه. Also nochmal aufgreifen zu dem, was wir gerade gesagt haben. Also aufgreifen, was wir gerade gesagt haben. Wir sagten, diese drei Teile Familie, Verwandte und Gesellschaft sind drei Dinge, die aneinander gebunden sind. Und wenn in einem von diesen drei Dingen ein Fehlstand herrscht, dann ist das, was wir eben behandeln wollen, und zwar das erfolgreiche Familienleben, gefährdet. وعموما نحن لدينا آية في القرآن الكريم تقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وحقيقة هذه النقطة لابد أن ننتبه إليها. لا نرى دائما نحن التقصير في غيرنا. كل إنسان ينظر التقصير لنفسه في نفسه أو القصور يراه في نفسه. وفرق بين القصور والتقصير، التقصير هو الإنسان الذي يعلم ولكنه لا يعمل، والقصور هو الذي لا يعلم. وغالبا هنالك قصور، عفوا هنالك تقصير وليس قصور. القاصر هو المجنون الطفل والإنسان الذي لا يعلم. أما غالب الناس يعلمون أو يستطيعون أن يعلموا ولكن لا يتعلمون. Es gibt einen Vers im Koran, der heißt, dass also die sozusagen Verderbnis ist auf Land und Wasser. Also quasi erschienen, auf Land und Wasser erschienen, durch das, was die Hände der Menschen angerichtet haben und durch das, was die Hände der Menschen getan haben. Also, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Und deswegen wir sagen, dass viele von den Fehlern oder alle Fehler, die wir machen, oder ein Großteil von den Fehlern, kommen aus zwei Gründen. Es gibt eine Sache, entweder, dass man, es geht jetzt um zwei Termine im Arabischen, es geht um Qusur und Taqsir. Qusur meint, dass man eine Sache unwissentlich nicht richtig gemacht hat. Das heißt, nicht dem Anspruch der Sache nach getan hat, weil man es nicht besser wusste. Aber wem passiert sowas? Das passiert demjenigen, der entweder verrückt ist, also der geistig nicht gesund ist, dem passiert das, oder einem Kind passiert sowas. Und derjenige, der einfach überhaupt kein Wissen hat, also der ignorant über diese Sache ist, um die es gerade geht. Das andere ist, dass man absichtlich attackiert ist, man kennt eine Sache, man weiß aber Bescheid und trotz alledem macht man nicht das, wo man weiß, dass es eigentlich das Bessere ist. Und was verlangt es von uns als Menschen, jedem von uns, ist, dass wir die Fehler aber nicht bei den anderen suchen, sondern versuchen, mit den Fehlern bei uns selbst anzufangen. وهذه حقيقة لا يعترف بها غالب الناس، وهي أن الأسباب دائما يرونها يعني أسباب وجود الفساد أو الانحراف أو المشاكل في الحياة دائما ينسبونها لله سبحانه وتعالى، ولكنه الله سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعباد كما القرآن الكريم يشير لهذا المعنى ولا يريد فسادا، وإنما المشكلة في الإنسان الذي يعني هو الذي يوجد حالة الفساد ويعبث كما تشتهي نفسه وكما يريد، ولكن لا يقر ولا يعترف بهذا. Meinte, häufig in den meisten Fällen ist es so, dass man einfach nicht eingesteht, dass man selbst der Grund des Fehlers ist und der Grund des Missstandes ist, sondern
Ganz häufig suchen die Menschen eben die Schuld für die Fehler und Missstände, die sie vorgerufen haben, bei Gott. Und beschuldigen Gott für das, was sie getan haben. كلمة الإمام علي عليه السلام في الخطبة 32 من نهج البلاغة يقول أيها الناس إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوة لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. هذا في زمن وعلي هكذا كان يقول، لكن هي تنطبق علينا الآن. في دهر عنود يعني كله نيجاتيف، كله سلبيات ومشاكل، وزمن كنود، والمقصود من الكنود هو الذي يعني لا يدرك النعم وإنما يكفر بالنعم. والمقصود ليس الزمن، المقصود هو الساعة والليل والنهار وكذا، لا، المقصود الناس، هذا كناية عن الناس الذين يعيشون في هذا العصر. ثم يقول يعد فيه المحسن مسيئا، يعني الأمور أصبحت بالمقلوب، أصبح الحق يكون باطل والباطل يكون حق، والمظلوم ظالم والظالم مظلوم، ويزداد الظالم فيه عتوة، يعني يزداد فيه ظلما. وأيضا لا ننتفع بما علمنا، ونحن الذين نعلم لا ننتفع بما عملنا، يعني لا نطبق ما نعلم ولا نسأل عما جهلنا، الشيء الذي نجهله أيضا لا نذهب ونتعلمه ونقول نحن لا نعلم علمونا. وبعد يقول ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا، هنا المقصود من القارعة هي المصيبة التي تحل بنا والمشكلة التي هنا يقول الخطب، يعني المقصود المصيبة التي تنزل بنا، يعني لا نحاول أن نحذر أن نحتاط، وإنما نترك الأمور على عفويتها إلى أن يدركنا الموت أو تدركنا المشاكل. وهذه هي سببها كما قلت أن الإنسان لا يقر بوجود حالة مرضية عنده، كالإنسان المريض الذي لا يقر بمرضه ويذهب إلى الطبيب، فالطبيب مهما وأن يعطيه حلا، مهما وأن يعطيه حلا لا ينفع ذلك الحل، مهما وأن يعطيه دواء لا ينفع ذلك الدواء. فنحن بحاجة إلى الإقرار بالتقصير، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا تريد هذا. Also dieses Problem, dass man sich selbst nicht eingesteht, dass man Fehler hat, was das größte und grundlegende Problem ist. Und das Ziel, kann ich vorwegnehmen, sollte eigentlich sein, dass wir unser geringes Vermögen und unsere Fehler, die wir ständig begehen, also uns eingestehen. Und in diesem Sinne ist eine Rede zu verstehen, die von Imam Ali in Nahjul Balagha überliefert ist, und zwar die mit der Nummer 32, für jemanden, der es nachschlagen möchte an der Stelle, wo er sagt, O ihr Leute, wahrlich, wir sind in einer Anut, Dahr in Anut, yani huwa Dahr alladhi, was ist Anut? Fihi al-Mashakil, huna maktub, alladhi fihi dhulm kathir, wa fihi mashakil kathir. Also Verzeihung, das Imam Alis Worte und Nahjul Balagha ist deswegen da drin, weil sie sehr rhetorisch anspruchsvoll sind. Ja. Also er sagt, oh ihr Leute, wir sind in einer Zeit, die voll mit Problemen ist, voll mit Heimsuchung ist. Ja. Und einer... Ja. Und in einer Zeit, womit hier die Leute gemeint sind. Also wir leben zwischen Leuten, die die Gnaden Gottes nicht erkennen. Also die sie einfach nicht sehen. Alles, was sie bei sich haben, sehen sie, macht sie nicht so, stillt ihren Durst nicht nach mehr. In dieser Zeit, oder mit diesen Menschen, das ausgedrückt, wird der, der Gutes tut, als jemand betrachtet, der Schlechtes tut. Und derjenige, der
ein Unterdrücker, jemand, der Unrecht tut, der wird sich in sein Unrecht tun immer noch hineinsteigern. Was wir gelernt haben, nutzt uns nichts. Also wir ziehen keinen Nutzen aus dem, was wir gelernt haben. Und was wir nicht wissen, danach fragen wir nicht. Und wir haben keine Sorge und keine Angst davor, dass uns irgendeine Sache ereilen könnte, irgendetwas plagen könnte in der Zukunft, bis es eintrifft und es uns ereilt hat, bis wir darunter leiden, Prana ist sowas, was ein ganz heftiges, grässliches Ereignis, zum Beispiel eben der Tod, könnte man darunter nennen, hat auch der Sahib gesagt. Wir haben keine Sorge dafür, bis es dann soweit ist. Also wir leben so in so einer Art, wir negieren einfach, dass diese Dinge auf uns zukommen. Ja? Das ist diese Ignoranz. Und deshalb nochmal zurück zu dem Thema, wie der Sahib vorgeschlagen hat. Genau darum geht es. Wir müssen uns eingestehen in der Situation, in der wir sind, in welcher wir uns befinden. Also wenn wir diese Fehler begehen, dann müssen wir uns dann eingestehen, wir begehen diese Fehler. Wir machen es nicht korrekt, wir machen es nicht richtig, dann müssen wir die Sache angehen, ehe sie zu spät ist. حسب ما تذكر في الحديث الماضي قلنا أن الأمور ترتكز بداية على الأسرة والأسرة تتكون من الحياة الزوجية لكن الحياة الزوجية الموفقة وطبق الموازين والضوابط التي جعلها الله لنا لا طبق الضوابط التي نحن نريدها. نحن اليوم نتزوج كما نشتهي ونأكل كما نشتهي ونعمل كما نشتهي ليست هنالك ضوابط وليست كالذي يقود سيارة من دون الاهتمام بقوانين المرور فطبعا هذا سيعمل مشكلة ونحن الآن كثير من المسلمين هم يعرفون القوانين الإسلامية ويعرفون الضوابط لكن لا يعملون بها فصحيح أنهم في الظاهر يتزوجون في الظاهر يصلون يصومون لكن كل هذه من دون ضابطة صحيحة ومن دون ضابطة حقيقية وإنما مجرد مظاهر يعملون بها. Für das erfolgreiche Familienleben muss es also irgendeine Struktur geben, irgendeine vorgefasste Struktur, eine Waage, in der sich alles befinden muss, damit es funktioniert. Und das ist ganz einfach. Das ist so wie jemand, der Auto fährt. Jeder von uns, der Auto fährt, weiß und glaubt daran, es gibt Regeln, nach denen wir fahren müssen, ansonsten funktioniert es nicht. Wenn wir nicht nach den Regeln fahren, dann ist Autofahren einfach nur gefährlich. Wir gehen aber davon aus, dass alle an die Regeln sich halten und deswegen fahren wir auch so. Was die Ehe aber angeht, ist es genauso. Gott hat uns für die Ehe bestimmte Regeln, bestimmte Maßstäbe gegeben, nach denen wir uns richten müssen. Und das wissen wir auch alle. Aber kaum jemand richtet sich danach. Und dann gehen wir davon aus, dass es trotzdem funktioniert. Aber es gibt Maßstäbe und Regeln für die Ehe, die Gott uns offenbart hat. Und wenn man sich nach denen richtet, nur dann kann man auch diese erfolgreiche Ehe erreichen. فاليوم نرى فيما يرتبط بالحياة الزوجية النظرة إلى الزواج هي نظرة حيوانية فقط يعني فقط الجانب الجنسي والشهواني بينما عندنا الزواج في الشريعة هو عبارة عن سنة وعبارة عن عبادة لابد أن ننطلق من هذه الانطلاقة ومن النظرة الإسلامية لا من النظرة الشهوانية والحيوانية الموجودة عند الإنسان. Der moderne Blick auf die Ehe ist mehr ein Blick, der so ein verwilderter Blick wie bei Tieren oder sowas auf irgendwas, was sie begehren. Also ein Blick, der total nach den eigenen Begierden ausgerichtet ist. So schaut man eher auf die Ehe, was einem nutzt, was einem Begierden stillt und so weiter und so fort. Während wir eigentlich von der Ehe als was ausgehen, was der Tradition der Propheten entspricht und wo Gottesdienst drin liegt. Also das Heiraten, das Verheiratetsein ist ein Dienst an Gott und ist eine heilige Sache. Und nicht nur so ein Instrument, um seine eigene Lust zu stillen. Und das ist der Blick, mit dem wir die Ehe ins Auge fassen sollten.
damit wir eine erfolgreiche Ehe haben können. هنا الرجال يتزوجون جمال المرأة ولا يتزوج المرأة والمرأة ربما تتزوج الرجل لماله أو لبعض الأمور الأخرى التي هي في الواقع مؤقتة وليست دائمة. Also zum Beispiel stellen wir fest, dass die Männer ihre Frauen heiraten, weil sie schön sind, also für ihre Schönheit. Und wir stellen fest, dass Frauen, Männer heiraten für Dinge wie guten Job, also genug Geld und derartige Sachen. Und all diese Dinge, weder das eine noch das andere, sind Dinge, die von Verbleib sind. Also weder die Schönheit der Frau noch der Job des Mannes muss gesichert sein. بما أن هذه الأمور لفترة زمنية موجودة وبعدين الإنسان ذواق والإنسان بما أنه دائما يحب التنوع فمهما وإن كان عنده النوعية الجيدة ما يقولون هاي كواليتي لكن بعد فترة من الزمن يشبع منها فبما أن الهدف من الزواج عند محدود بهذه الأمور فبعد فترة تحدث المشاكل وتحدث المصائب وهذه النتيجة ستؤثر على المجتمع أيضا. Und diesen Gedanken können wir weiterspinnen. Also derjenige, der so geheiratet hat nach seiner Lust, der ist also ein Mensch, der so nach, der hat einen Geschmack, ja. Also der ist jemand, der nach seinem Geschmack und seinem Belieben heiratet. Und es vergeht auch nicht. Also wenn man so bleibt und sich dabei nicht ändert, dann ist es eine Sache, mit der ist man in der Ehe. Und die Dinge ändern sich aber, man wird älter und so weiter und der Geschmack bleibt aber immer noch der Geschmack und dann vergeht einem die Lust an der Sache und dann kommt die Begierde nach was Neuem und so weiter, was jeder von uns mit Sicherheit schon Fälle von gehört hat. Und dann hat man das Problem, dass man auf einmal in was gefangen ist, was nicht mehr so war, wie es ursprünglich war, was mal das Interesse geweckt hat. إضافة إلى الطرق والأساليب الأخرى التي في الواقع هي تكون عقبات للنجاح في الحياة العائلية والحياة الأسرة من جملتها المصاعب والمطبات التي توضع في عملية الزواج فاليوم الزواج ليس طبق الشريعة الإسلامية وإنما الزواج طبق العادات والتقاليد وهذه العادات والتقاليد هي التي تكون سبباً لوقوع كثير من المشاكل في حياة الأسرة. Ich möchte noch eine Sache anfügen, die ich gerade beim Übersetzen vergessen habe. Also dieser Mensch, der jetzt in diesem Problem ist, der nach seinem Geschmack geheiratet hat, der ist dann auf einmal, der stellt dann selbst ein Problem für die Gesellschaft dar am Schluss, muss man sich vorstellen, weil der ist auf einmal unzufrieden verheiratet mit aus eigenem Verschulden und damit macht er für die Gesellschaft ein Problem. Und gerade eben ist es ja darauf eingegangen, dass die Art und Weise, wie wir heiraten heute, es gibt natürlich, wie wir in der letzten Sitzung gesprochen haben, gibt es genügend Hinweise in der Tradition des Propheten und in der im islamischen Recht, in der Scharia, darauf, auf welche Art und Weise man heiratet, wie schließt man Verträge und so weiter. Aber wir stellen heute fest, also der Sayyid sagt es, wenn ich sage wir, dann übersetze ich immer direkt, dass die meisten Ehen heute in der Wirklichkeit eben sich nicht nach der Scharia richten und wie man Verträge und so weiter schließt, sondern nach kulturellen Begebenheiten, nach Gewohnheiten, die es in den Ländern gibt und nach Traditionen, die irgendwo hergebracht werden. Und die Frage stellt sich, ob das besser ist als das, was wir hatten. Also was man nur noch mal zum Betonen, wenn wir hier sagen, diese Dinge, diese Art zu heiraten, die kommen aus der Kultur der verschiedenen Völker, dann darf man hier Kultur nicht positiv verstehen, so wir sagen häufig, Mensch, das ist ein Mensch, der hat Kultur oder sowas, sondern das meint einfach nur mehr im Sinne von, das sind die Gewohnheiten, aber auch nicht, wo auch unwichtig ist, woher es kommt, das ist einfach da. Ich meine, das kann viel eher noch sein. Im Gegensatz zu dem Wort Kultur, was häufig so positiv scheint, kann es viel eher sein, dass es aus einer Zeit ist, bevor die Leute überhaupt mit dem Islam irgendwas zu tun hatten, also was gegen unsere islamische Kultur spricht, ja. فتحدثنا عن طريقة انتخاب الزوج قلنا من ارتضيتم دينه وخلقه فزوجوه زين أيضا في انتخاب الزوجة الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله
قال إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء من منبت السوء بينما اليوم كثير من شبابنا يعني رجالا ونساء يعني الذي يتحكم بهم هي سهام إبليس يعني النظرات هذه النظرات هي التي تتحكم بهم بينما نحن عندنا في الضوابط الإسلامية في انتخاب الزوجين آخر مرحلة هي النظر وليست أول مرحلة هي النظر Wir haben letztes Mal darüber gesprochen und nur mal zur Erinnerung, die Art und Weise, wie man sich nach den Traditionen des Propheten, also seinen Partner, ob Mann oder Frau, auswählt, ist nach seiner Religion, also es heißt in der Tradition, verheiratet, den, dessen Religion und dessen Charakter euch gefällt. Und das ist ein Teig. Also diese beiden Sachen, die gehören zusammen. Man kann, es gibt keinen Menschen, dessen, der eine besonders gute Religion, der seine Religion gut auslegt, ohne dass sein Charakter, seine Ethik nicht auch hervorragend wäre. Und deshalb werden die beiden zusammen erwähnt. Der Prophet sagt, dass wir sie beobachten sollen, um einen Lebenspartner auszusuchen. Und dann gibt es eine Warnung, die bestimmt bekannt ist, die nochmal im Kontrast zu setzen ist zu der Person, die wir vorher so beispielhaft beschrieben haben. Und zwar, der Prophet sagt, ich sage zu den Männern, ich warne euch vor dem frischen Gras auf schlechtem Boden oder vor dem grünen Gras auf schlechtem Boden. Und dann hat er gefragt, was, oh Prophet, ist das schöne Gras auf schlechtem Boden? Er hat gesagt, das ist die hübsche Frau aus einer schlechten Familie. Und dennoch meinte Sayyid Tabari, sehen wir genau das, dass die jungen Männer sich ihre Frauen aussuchen, weil sie sie attraktiv finden. Und später merken sie, dass sie aus vielleicht den falschen Verhältnissen kommen, nicht zu ihnen passen und es große Probleme gibt. Und tatsächlich, heute einer der ersten, die Methode, die einem als erstes einfällt, um seine Frau auszuwählen, vielleicht für Männer ganz speziell, sind die Blicke. Also man schaut sich zuerst an, wie sieht sie aus und dann guckt man, wer sie ist. Während die islamische Tradition genau das Gegenteil vorschlägt und anbietet. Sagen, alles andere, wie wir gesagt haben, die Religion, den Charakter, erst zu erkennen und dann am Schluss, wenn man sagt, ja, das passt, dann darf man den Blick auch werfen, um zu gucken, ob das einem passt. واليوم المعايير قلبت يعني المعيار الإسلامي الأخلاق والدين وقلت هما معجون واحد ثم المعيار الإسلامي يقول أول زواج ثم الرزق وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله لكن اليوم صار المعيار بالعكس أول الرزق ثم بعدين الزواج ثم يعني wrong way ونريد أن الأمور كلها يعني مع المخالفة نريد الأمور أن تتحسن والحياة تكون حياة موفقة والزواج المتأخر أيضا هذا من جملة الأسباب يعني الرجل يشعر بحاجته للزوجة من أول بلوغه والبنت أيضا من أول يعني رشدها وبلوغها فمع الأسف نحن نلاحظ هذه النقاط لا تراعى وإنما تماما المسألة بالعكس فأولا قلت المعايير الموجودة في الإسلام تختلف عن المعايير التي يعمل بها المسلمون المسلمون يعملون بالعكس فنحن نقول آخر شيء في الدين الإسلامي هو النظر بينما اليوم لا أول شيء هو النظر زين الإسلام يقول أول شيء هو الزواج ثم بعدين الرزق نحن نرزقهم عفوا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله يعطي جارنتي يعطي ضمان ولكن لا نؤمن بما يعدون الله سبحانه وتعالى فعندما يتقدم شاب يريد أن يتزوج فأول ما يسألون عن ماله ولا يسألون عن خلقه ولا يسألون عن دينه والأمر تماما بالعكس وهكذا المعايير الأخرى التي وضعها الدين الإسلامي Also die Maßstäbe, die der Islam also ansetzt, sind genau dem entgegen, was wir gerade gesagt haben. Islam
verlangt, dass erst die Heirat kommt und danach quasi die Belohnung. Ja? Das heißt, während man hier auf dieses ganze optische, schöne und so weiter Wert legt, was man schon vorher quasi genießt von der Frau, was die jungen Männer von der Frau genießen, oder auch andersrum, wenn sich junge Frauen ihre Männer aussuchen, nachdem wir sie geschaffen sind, dann ist es exakt andersrum. Während im Islam man möchte, dass eben die Charakterzüge und so weiter der Grund sind und danach, nach der Heirat, ist der sozusagen der gegenseitige Genuss von Mann und Frau natürlich da. Eine zweite Sache. Klasse. معيار الأول مسألة هذا ثم هذه ثم الثالث الزواج المتأخر. Und der Sayyid Tabatabai hat auf eine Aya hingewiesen. أَيَكُونُ فُقَرَاء يُغْنِيهُمُ اللَّهُ أَيَكُونُ فُقَرَاء يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Diese Aya sagt, mögen sie arm sein, mögen sie bedürftig sein, mögen sie doch bedürftig sein, auf dass Gott sie von seinem großen Vorzug bereichere. Und das hat der Sayyid auf die Ehe bezogen. Also man hat ein Bedürfnis, aber man ist sich sicher, dass Gott einem, der man Bedürfnis hat, Reichtum dafür schenkt. Das heißt, die Heirat schließt man zuerst als quasi Armer, als Bedürftiger, als Mensch, der Bedarf nach Nähe und Heirat und Liebe hat. Und Gott bereichert einen durch einen zweiten anderen Menschen, der einen diese Dinge dann stillt, nachdem man sich nach seinem Gesetz verheiratet hat. Und der letzte Punkt ist, der sehr wichtig ist, dass wir, dass der Sayyid darauf aufmerksam machen möchte, dass das zu späte Heiraten, also das Hinausschieben des Heiratens, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr, eine Sache ist, die bedenklich ist für die einzelne Person. طبعا عندما نقول الزواج المبكر ليس مقصودنا الزواج المبكر من دون رشد. لا، الزواج المبكر المقصود مع وجود رشد من الزوج ورشد من الزوجة. وإضافة إلى ذلك السبب أن الزواج المتأخر لأنه الاثنان أصبح لهم فورم معين، قالب معين، والحياة الزوجية تحتاج إلى تغيير الفورم. يعني الرجل عندما يتزوج مع امرأة أو امرأة مع رجل لابد أن يغيروا من فورم الحياة، من القالب. الفورم يعني القالب الذي هم عليه. فلكنه بعد مرور زمن طويل، فالمرأة كبيرة والرجل كبير، هذا له فورم لا يتغير وهذه لها فورم لا يتغير، فتحدث المشكلة هنا. Also die Empfehlung ist, früh zu heiraten. Aber was heißt, dass man früh heiratet? Früh heiraten heißt natürlich nicht, dass man heiratet, ohne dass man Vernunft besitzt. Ja, im weitesten Sinne vernünftig ist. Also ihr kennt die Regeln, nicht wahr? Man muss über seine eigene Gesundheit, seine eigene Kleidung, sein eigenes Geld verfügen können und so weiter. Das alles ist mit vernünftig und selbst eigenverantwortlich quasi. Das muss da sein. Aber wenn man älter wird und je älter man wird, desto mehr kriegt man selbst einen festen Charakter und eine feste Form. Und es wird schwerer für einen, dieses nochmal zu ändern und dann mit einem anderen Menschen zusammenzuleben, was auf jeden Fall zwingenderweise bedeutet, dass man sich ändern muss, dass man sich anpassen muss an jemanden, dass man seinen Lebensalltag ändert, vielleicht die Art, wie man isst und so weiter und so fort. Und das wird schwerer, je älter man wird. Und deshalb die Warnung davor, das zu weit hinauszuschieben. Und die Zawaj al-Modern, die heute, mit Asaf, مشهور أصبح بين الشباب. أولاً زواج من يعني لقاء بين الزوجين من دون استشارة الآخرين الوالدين أو الأقارب والأرحام والأصدقاء، وإنما انتخاب فردي وليس مع التشاور، إضافة إلى الزواج المدير عن طريق الشات، يعني عن طريق الويندوز وليس عن طريق الدور، ليس عن طريق البوابة، وأيضاً بدون
يعني اللقاءات كلها بدايتها حياة زوجية مبتنية على المحرمات وحتى عندما نتكلم مع البعض ونقول يعني اعقدوا عقد زواج ولو لفترة قصيرة حتى يتعرفوا على بعض فيرفضون هذا لأن العادات والتقاليد ترفض ذلك ومع أن الدين الإسلامي يؤكد على هذا المعنى ولا يجوز للزوج أن يلتقي مع خطيبته أو للشاب أن يلتقي مع خطيبته من دون عقد زواج بينما نحن نرى يعني قبل العقد يفعلون كل شيء ويسهرون مع بعض ويتحدثون مع بعض ويبعثون المسج ويبعثون الرسائل الغرامية والغزلية وغيرها ولم ما أعرف ماذا سيبقى لليلة الزفاف بعد يعني لم يبقى شيء وهذه الزواج المديرن اللي الآن نراه مع الأسف موجود هو في الغرب فمجرد شكليات سيكون الزواج مجرد أمور شكلية أنا أتعجب هذا الذي يذهب إلى الكنيسة ويتزوج في الغرب ما المراد من الزواج هو فعل كل شيء يعني هو قبل ذلك لم يبقي شيئا يعني فما معنى الزواج بالكنيسة وصرف الأموال ويعمل حفلة وأمثال ذلك فاليوم مع الأسف نحن قد ابتلينا بذلك ومن جملة المسائل التي أيضا نؤكد عليها وأنهي حديثي في هذه النقطة هي مسألة عدم الإنجاب وهذه أيضا مشكلة عندنا فيها كبيرة والإسلام يؤكد على الزواج من أجل أيضا من جملة الأهداف هو الإنجاب والحفاظ على نسل الإنسانية. Wir müssen jetzt nochmal uns die moderne Ehe angucken oder eher gesagt die moderne Art zu heiraten. Heute ist es sehr normal, dass sich die beiden aneinander Interessierten vorher kennenlernen, vorher treffen, chatten, eine Art Liebesbeziehung zueinander aufbauen, ohne dass sie verheiratet sind. Und das ist definitiv ein Problem, weil es nicht gestattet ist in der Scharia, also in dem Gesetz Mohammeds, nicht gestattet ist diese Vorgehensweise. Und wir glauben, wie ihr alle wisst, wir glauben, dass die Gesetze in dieser diese Gesetze für uns gut sind. Das heißt, wenn wir dagegen verstoßen, schadet es uns. Also, sogar sagt er, hat er Fälle, wo sich zwei junge Menschen kennenlernen, er kennt die Familien und er schlägt ihnen vor, eine Sache, die in unseren Traditionen, der schiitischen Tradition, eindeutig und ganz klar existiert, dass man einen zeitlich festgesetzten Vertrag aufsetzt für die Jugendlichen, dass sie sich kennenlernen können. Und danach heiraten. Und die Leute lehnen das ab, lassen aber zu, dass sich die Kinder ohne jegliche Bindung kennenlernen. Und am Schluss sind die schon sich so nah, obwohl sie nicht verheiratet sind. Und er meinte, wenn man sich anschaut, dass heute häufig im Westen, eine Sache, die ihn immer gewundert hat, erwachsene Leute, also hier im Westen sehr, häufig sehr spät heiraten mittlerweile, und schon längst zusammen gelebt haben und alles miteinander geteilt haben, was Mann und Frau miteinander teilen. Und dann trotz alledem danach noch in die Kirche gehen und eine Hochzeit in der Kirche vollziehen, sagt er, versteht er nicht den Sinn dahinter. Und leider ist das etwas, eine Entwicklung, die wir bei uns auch beobachten, weil diesen Zustand, den wir gerade beschrieben haben, dass sich die beiden Freunde total kennen und alles kennen, ist dem sehr ähnlich und geht sehr in die gleiche Richtung. Davor möchte er warnen. Außerdem, und das ist der letzte Punkt, mit dem er abschließen möchte, kinderlos zu bleiben, also sich dafür zu entscheiden, keine Kinder zu kriegen, ist eine Sache, die ebenfalls sehr unempfohlen ist, oder wenn man es positiv ausdrücken möchte und nicht negativ formulieren möchte, Kinder zu kriegen, ist eine Sache, die unser Prophet sallallahu alaihi wa alihi und unsere Imame mit Nachdruck empfohlen haben, die eine wichtige Sache ist. Und er dankt Gott und euch für eure Geduld. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ali Muhammad. التعرف عليها إذا كان من خلال الكلام الطبيعي والعادي
ما في أي إشكال، لكن إذا كان من خلال الكلام الغزل والغرام وشيء أمثال ذلك، لا هذا لا يجوز. ومبادلة الحب ومبادلة المسائل الغرامية هذه أيضا لا تجوز، والنظرة أيضا لا تجوز إذا كانت بريبة. أما إذا كانت لا نظرة عادية مثل ما نحن ننظر لبعض، يعني نظرة عادية، فلا إشكال في ذلك. Also allgemein kann man sagen, sich mit einer Frau zu unterhalten natürlich ist natürlich nicht problematisch, überhaupt nicht. Das heißt, du kannst ein Mädchen kennenlernen oder eine Frau kennenlernen, wenn es, solange es sich in einem Rahmen bewegt, der nicht die Form von einer Beziehung handelt. Das heißt, dass ihr euch nicht irgendwelche liebevollen Zuneigungen offenbart schon oder euren Kummer teilt über eure Gefühle, eure gegenseitigen Gefühle oder irgendwie was derartiges, was einfach schon zu einer Beziehung, schon zu einer Liebesbeziehung gehört, das geht nicht. Was den Blick ins Gesicht einer Frau angeht, für Männer, ist auch das natürlich unproblematisch. Die Gesichter sind ja nicht verdeckt, dafür sind sie nicht verdeckt, dass man das Gesicht sehen kann. Aber die Art des Blickes ist natürlich entscheidend. Also, wenn man guckt, wenn man schaut und dabei Begierde empfindet oder in der Art, wie man blickt, man sich nicht ganz klar in seiner Absicht ist, dann soll man das lassen. يمكن أن يقول لها مثلا يمكن أن نتعرف على بعض، فإذا وافقت أن يتعرف على بعض فيبدأ بحديث عن خصوصيات كل واحد يتكلم عن خصوصيات حياته. ثم بعد ذلك إذا هي وافقت فيقول لها إذن، وهو وافق على خصوصيات حياتها، ثم بعد ذلك يطلب منها الإذن أن ينظر إليها بدون حجاب ومرة واحدة. Er sagt als Vorschlag, wie man vorgehen kann, um eine Frau kennenzulernen, wenn man wirklich Interesse hat, ganz einfach, Karten auf den Tisch legen. Sag ihr, hast du Interesse, mich kennenzulernen? Man sagt ja, dann tauscht man sich einfach aus. Man erklärt erstmal, wer ist man, wie lebt man, was sind die Lebensumstände, in denen man lebt und so weiter und so fort, wie alt ist man. Alles das, tauscht es aus. Wenn danach immer noch gegenseitiges Interesse existiert, das ist jetzt natürlich eine Verkürzung, vereinfachte Form, wenn dann noch gegenseitiges Interesse ist, dann kann er sie fragen, ob es für sie okay ist, dass er sie betrachtet. Dann kann sie. حتى أنها تخلع الحجاب، يعني رأس رقبها حجاب رقبتها اليدين الساقين إلى الركبتين ما في أي مشكلة. Dann und allein das würde reichen und dass er sie dann bittet, dass er sie betrachten darf auch, weil sie ja verschleiert ist im Vergleich zu ihm. Sie kann ihn ja sehen, also dass sie ihr Kopftuch auszieht, dass er ihre Arme und Hände betrachten kann, sogar ihren Hals betrachten kann, die Schultern. Schare, die Haare. Genau. Das ist natürlich der letzte Schritt, aber trotzdem ein erlaubter Schritt, wenn die vorherigen Schritte ernst gemeint sind, also wenn wirklich beide ernsthaftes Interesse aneinander soweit hatten. طبعاً هذه الخصوصيات إن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. Und diese speziellen Vorgehensweisen sollen für den nächsten Unterricht Thema sein. نحن عندنا بعض الأمور نأخذها من الناحية العرفية، وبعض الأمور نأخذها بالدقة العقلية أو بالدقة الفيزيائية، وفرق بين الاثنين. هنا ليس المراد من ارتضيتم دينه وخلقه يعني أن يأتيكم قديس، أن يأتيكم إنسان معصوم، أن يأتيكم إنسان لا يعصي، أن يأتيكم إنسان لا يخطئ، أن يأتيكم إنسان لا يذنب، أن يأتيكم إنسان لا يغضب، أن يأتيكم إنسان يعني أن تأتي بنبي، يعني هذا المقصود. ليس هذا المعيار، المعيار العرفي عموما هذا الإنسان لديه حسن الظاهر بين الناس، معروف بسمعة جيدة، معروف عنه أنه إنسان ملتزم، أنه لا يرتكب المعاصي، لا يرتكب كبائر الذنوب، هو هذا المقصود منه، هالأمور الظاهرية التي نعرفها. أما الباطن فنحن لا نعرف بباطن كل إنسان، فإذا ليس المقصود المفهوم الذي جنابك ربما تقصد به الدقة العقلية أو الدقة الفيزيائية، يعني مثلا يأخذوه إلى المختبر
ولا وإنما الأمر الظاهري والأمور العرفية الموجودة بين الناس. يعني الآن يعرف عن مثلا عن الأخ مالك أنه إنسان بيصوم بيصلي إنسان طيب كذا، لكن هل معناه أنه ما يعصب ولا مرة؟ هل معناه لا يخطئ؟ هل معناه أنه ما يعني يشتبه؟ هل معناه؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود ليس المقصود أن يأتيكم الملائكة، لا، وإنما يأتيكم إنسان عادي طبيعي موزون متزن عقليا. العقلاء يقولون عنه والمؤمنون يقول عنه إنسان لا نعلم منه إلا خيرا. هذا هو المقدار الذي يكفي. Die Antwort darauf ist, man muss es gibt jetzt zwei Möglichkeiten darauf das zu betrachten. Also entweder so eine Betrachtung, die einfach die Umstände und die Gesellschaft zulassen halt. طبعا السؤال الدكتور سؤال جميل يعني هو دقيق يعني كان. No. Also hat nochmal bestätigt, dass er die Frage sehr gut und sinnvoll findet. Also dass man so einfach die Leute fragt, oder ist es eine Frage von wissenschaftlicher Genauigkeit, wie man so einen Menschen beurteilt? Und die Antwort ist simpel, es ist natürlich keine Frage von wissenschaftlicher Genauigkeit, weil die einzige Möglichkeit haben, die wir haben, um so jemanden zu beurteilen, und das ist die Möglichkeit, die auch ausreicht, ist die Leute zu fragen. Also, hat er einen guten Ruf? Ist bekannt, dass er betet, fastet? Begeht er irgendwelche großen Sünden? Begeht er Sünden? Was ist er für ein Mensch? Man kriegt ein allgemeines Bild. Und das ist gemeint. Wir können nicht in den Menschen reinsehen und exakt beurteilen, was für ein Mensch er ist, wie reif er ist, wie gut er betet, wie gut er fastet. All diese Dinge bleiben uns verborgen. Das heißt, wir haben einen relativ oberflächlichen, aber einen Blick, der ein ungefähr rundes Bild gibt von der Person.